Schornsteinbrand in Landenhausen rief Feuerwehr auf den Plan. Am Sonntagabend gegen 20.27 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises einen Kaminbrand in Landenhausen. Nachbarn hatten aus dem Kamin eine ca. 2 bis 3 Meter hohe Flamme gesehen und die Feuerwehr alarmiert, die Lage schnell unter Kontrolle brachte. Das Gebäude wurde kontrolliert und der Kamin vom Bezirksschornsteinfeger gereinigt, sagte Sven Schröter, stellvertretender Gemeindebrandinspektor Wartenberg. Zusätzlich wurde von der Lauterbacher Feuerwehr Löschzug Mitte der Teleskopmast angefordert, um den Schornsteinfeger in luftige Höhe zum Kamin zu bringen, damit er von oben sicher arbeiten kann. Es kam auch die Wärmebildkamera zum Einsatz. Vor Ort waren die komplette Feuerwehr aus Wartenberg, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Lauterbach sowie der Rettungsdienst zur Vorsorge. Der Sachschaden dürfte gering ausfallen.